Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe hier ein kleines bisschen bei mir im Studio umgeräumt, beziehungsweise etwas neu gemacht. Ich habe zwei neue Möbelstücke. Die sieht man hier leider nicht. Das Einzige, was du siehst, ist, dass der Hintergrund sich ein kleines bisschen geändert hat mit der Ranke, der Pflanze und auch etwas mit dem Licht, denn es hat mich immer sehr gestört, dass mein Hintergrund so unfassbar dunkel war. Und ich hoffe, dass es jetzt angenehmer aussieht. Und es gab sogar einen kleinen Unfall. Also falls du blaue Flecke nicht sehen kannst, dann halt eben für eine Minute die Augen zu, aber schalt nicht weg. Hier habe ich an dem Finger irgendwie eine Ader. Ich weiß nicht, die ist irgendwie so rausgeflogen. Jetzt kann ich meinen Ehering gar nicht mehr tragen. Ich musste den unbedingt absetzen. Das sieht voll schlimm aus und das irgendwie nur vom Möbel hochtragen und hier hin und her transportieren, wie auch immer man das nennen möchte. Kommen wir mal zu dem wichtigeren Thema, warum du überhaupt eingeschaltet hast. Und zwar geht es um die neue BH Cosmetics Palette und zwar Ruby für Juli. Das reimt sich sogar. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass hier diese Zuschrift irgendwie rauer sich anfühlt. Also das haben die auf jeden Fall neu gemacht. Und die Palette ist seit dem 1.7. online erhältlich, so wie alle anderen Paletten aus dieser Kollektion. Also die Birthstone Collection kommt jeden Monat aufs Neue mit einer neuen Palette heraus. Und für die, die es noch nicht wissen, ich kaufe sie sofort um 0 Uhr bei BH Cosmetics und versuche so schnell wie möglich ein Review für euch zu erstellen. Und ja, das Erste, was ich gedacht habe, als ich diese Palette online schon gesehen habe am ersten, ist, dass sie extrem ähnlich von der Farbe her eben und fast auch von der Art und Weise, wie die roten Teile hier sind, mit der Garnet-Palette ist. Wir vergleichen die auf jeden Fall. Doch bevor wir die vergleichen, werde ich dir sagen, dass heute das Format ein klein bisschen anders abläuft. Ich werde auf jeden Fall ein Augen-Make-up schminken, aber auch wirklich nur eins auf beiden Augen, denn ich habe bereits schon vier Augen-Make-ups für dich vorbereitet. Dementsprechend ist diese Palette hier gar nicht mehr so ganz neu. Also ich habe schon reingetitscht. Upsala. Ich habe schon reingetitscht. Und ja, das sind auf jeden Fall die Farben der Ruby-Palette. Wie alle anderen Paletten aus dieser Kollektion und eigentlich überhaupt von BH Cosmetics ist diese vegan, tierversuchsfrei und auch clean. An für sich ist die Qualität der Lidschattenpaletten von BH Cosmetics einfach top. Also wirklich, für diesen Preis, die kostet 10 Euro by the way, für diesen Preis ist die Qualität wirklich bombastisch. Ich habe bereits Swatches abgedreht. Ich verlinke dir hier die Swatches, dann kannst du sie dir genauer anschauen. Und wir werden auf jeden Fall auch eben zwei, drei Swatches machen. Das heißt, am liebsten würde ich eigentlich in die Schimmertöne gehen. Und das machen wir auch. Ich swatche die eben sofort. Eben anhand der bereits vier erstellten Looks, die ich für euch vorbereitet habe, kann ich eben eine bessere Review abgeben und habe mich eben auch etwas mehr kreativ gezwungen gefühlt. Hier kommen die Swatches. Und ihr seht, die sind echt schön und ja. Muss ich dazu wirklich noch viel sagen? Ich weiß es nicht. Also, ich finde alle drei besonders. Ja, also, alle drei sind wirklich schön und irgendwie erinnert mich hier dieses Pinke hier, erinnert mich total an Barbie. I don't know. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal schauen, was ich noch schminke, denn so langsam ist meine Kreativität auch nicht mehr so ganz das Wahre nach den vier Looks. Ich vermute, ich werde eher mehr einen Alltagslook schminken, denn das ist das meiste, was euch interessiert. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Sollte es nicht so sein, dann schreibt es bitte in die Kommentare, denn ja, dann weiß ich, wie ich es das nächste Mal machen soll. Jetzt vergleichen wir mal mit der Garnet-Palette. Also, wir haben hier einmal die Januar-Palette und einmal die Juli-Palette. Und so sehen die beiden aus. Also, hier die Januar und hier unten ist die Juli. Ja, ist halt beides Thema Rot, ne? Deswegen ist klar irgendwie, dass die roten Töne sich so, ja, was heißt ähneln, aber es ist halt einfach überall Rot mit drinne. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde mich die hier tatsächlich von Januar mehr ansprechen, weil ich das Gefühl habe, hiermit irgendwie mehr machen zu können. Aber ich glaube, das täuscht, denn dieses Schwarz ist, diese losen Pigmente sind so,
I don't know. Ich bin irgendwie nicht mehr so ein Riesenfan davon. Also ja, für einen Content Creator ist das vielleicht mal ganz nice, denn dann kann man eben variieren und gucken, was kann man noch so Kreatives machen. Aber das Entfernen ist wirklich super hartnäckig. Mich persönlich stört es mittlerweile, dass ich immer wieder wirklich solche Klebestrips nehmen muss und dann halt eben gucken muss, dass ich alle Pigmente wegkriege oder alle Glitzerpartikel, wie auch immer. So langsam gefällt mir also wirklich dieser Ton hier nicht mehr, beziehungsweise eben dieses Fähnchen. Aber andersrum, es macht natürlich Sinn, dass sie es von vornherein durchziehen, also von Januar bis Dezember. Ich gehe stark davon aus, dass sich nichts mehr dran ändern wird. Anhand der Looks, die ich aber schon geschminkt habe, kann ich sagen, diese Farben sind auch nicht so schlecht. Also ich blende dir auf jeden Fall jetzt schon mal die Looks rein. Also ich muss mal eben kurz gucken, wie viele Looks geschminkt habe. Ich weiß es aber nicht mehr. Okay, fangen wir an mit dem allerersten Look. Ich finde, der ist super, super romantisch. Ich habe drei Farben benutzt für diesen Look. Und zwar eben dieses Fangirl komplett hier oben auf dem oberen Augenknochen. Und das hier habe ich offen gelassen, bedeutet eben mit Concealer einmal schön trocken oder sauber gemacht und dann eben diesen Lidstrich mit der goldenen Farbe Sparkly gezogen. Und die Sparkly-Farbe ist wirklich sehr schön. Gefällt mir definitiv, ja, sehr, sehr gut. Dann habe ich hier unten am unteren Augenkranz die Farbe Honest genommen, die halt wirklich so schon ziemlich ins Orangenbraune geht. Ja, der nächste Look war mehr was Kreatives, wo ich wirklich nur eine einzige Farbe genommen habe. Und zwar habe ich die Hauptfarbe genutzt, die Ruby natürlich. Jetzt gucke ich danach. Also die Hauptfarbe ist natürlich immer der Palettenname. Genau, ich habe Ruby benutzt und habe lediglich einfach hier diesen, ja, Eyeliner-Strich gezogen, wie auch immer. Bin dann hier unten hergegangen. Ich habe tatsächlich versucht, es hier unten abzuschließen, aber es sah dann doch nicht so schön aus, deswegen habe ich es wieder rausgenommen. Dann habe ich einen richtig, richtig schönen Alltagslook gemacht und der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist so ein typisch Jenny-like. Also wenn ich wirklich ein Look schminke für die Arbeit, wäre das ein Look, den ich definitiv dafür machen würde. Da sieht man, dass ich wirklich versucht habe, von dem Rottyp wegzukommen und einfach mal was anderes zu schminken. Und dafür habe ich eben die Farbe Honest, Proud und wieder Sparkly benutzt. Eine wunderschöne Farbe. Auch hier sieht man das sehr, sehr gut. Und zu guter Schluss habe ich natürlich dann anschließend die Pigmentfarbe benutzt oder diese lose Pigmentfarbe benutzt. Habe erstmal mit Proud die Grundierung hier unten entlang gemacht, bin dann in die Farbe Fangirl gegangen und habe das noch einmal ergänzt. Und dann habe ich eben mit einem Glitterglue meine Eyeliner-Strichlinie gezogen und dann mit dem losen Pigment Drama Queen bin ich dann einmal die Linie entlang gegangen. Und das hält eigentlich sehr, sehr gut. Die Idee fand ich eigentlich zum Schluss sehr gut. Eigentlich wollte ich erst was anderes machen, aber egal. Und jetzt habe ich euch eben vier Looks gezeigt. Ich habe euch drei Swatches alleine gerade eben gezeigt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach noch einmal einen normalen Look, also einen Jenny-Alltagslook. Ihr wisst, das ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen too much. Aber ja, lasst euch einfach inspirieren, lehn dich zurück und genießt einfach das Rumpinseln, das ich jetzt hier mache. Ich werde es einfach mal wieder versuchen. Oh, das ist zu dunkel. Scheiße. Egal, wir versuchen es zu retten. Ich tupfe es jetzt auch nochmal hier auf die Seite. Oh, wobei, das ist eigentlich eine gute Sache, dass mir das gerade passiert ist. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber jetzt ist mir eine coole Idee gekommen, die ich jetzt durchziehen werde. Ja, anders kann man nicht kreativ werden. Es muss erstmal etwas passieren. Übrigens zum Fallout, also es besteht minimal Fallout im Fähnchen, aber ich finde nicht auf den Pinseln. Also wenn ich es auftrage, merke ich gar nichts davon, was wirklich super gut ist. Zum Sammeln dieser Lidschattenpaletten finde ich das halt super schade, dass sich einfach diese Farben wiederholen, ne? Ich meine, es gibt ja nicht nur 10 Farben auf dieser Welt. Es gibt ja deutlich mehr. Ich weiß zwar nicht, wie es mit den Geburtssteinen aussieht, ob es da immer dieselben Farben sich auch wiederholen oder halt minimal abweichen, weil schlussendlich sind das ja hier Abbildungen von den Geburtssteinen. Aber
Aber trotzdem, ich hätte mir doch ein bisschen mehr unterschiedliche Farbauswahl gewünscht. Vielleicht werde ich auch einfach von Monat zu Monat kritischer, weil ich einfach was anderes erwarte oder halt eben wieder etwas erwarte, was halt, ja, was mich halt einfach umhaut, ne? Also ich muss halt gestehen, die ersten zwei, drei Paletten haben mich wirklich wahnsinnig umgehauen. Ich glaube sogar die ersten fünf, also bis Mai auf jeden Fall. Und danach hat es angefangen. Also Juni war auch schon nicht so der Brüller für mich. Übrigens, ich habe ja gerade mit Proud angefangen hier hinten und vorne setze ich gerade Honest rein. Damit ihr wisst, ich rede jetzt hier die ganze Zeit. Was übrigens sehr schön aussieht, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Denn so habe ich automatisch schon mein Auge etwas tiefer definiert. Jetzt bin ich hier leider etwas. Ich gehe jetzt in das Fitti, in diese Fitti-Farbe. Das ist so ein schönes rosa, hellrosa. Und das platziere ich mir hier nach vorne. Könnte das vielleicht sogar besser mit dem Finger machen. So. Das ist echt eine schöne Farbe. Und natürlich gehen wir auch wieder in Ruby und auch die platziere ich mir hier. Ich glaube, ich mache das ein bisschen vorsichtiger, weil die haut schon ziemlich rein, ne? Also die ist wirklich nicht dezent. Ich frage mich gerade, wie es aussehen würde, wenn ich die goldene Farbe, also Sparkle, die hier oben reinsetze. Das mache ich jetzt einfach mal. Mal schauen, was dann passiert. Gefällt mir sogar sehr gut. Und genau das ist das, was ich meine. Ich muss mich mehr entfalten. Und wenn ich jedes Mal in jedem Video einfach eine Palette vorstelle, die ich noch nicht angepackt habe, also quasi wirklich ein First Impression mache, wird es immer wieder dazu kommen, dass ich immer wieder die gleiche Art und Weise an Look schminken werde. Und deswegen finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass ich das jetzt gerade hier so mache. Ich hoffe auch, dass euch das gefällt und dass ihr mir zustimmt. Wenn ihr aber sagt, so ein First Impression ist auch ganz nice, also wirklich nur mit einem Look oder mit zwei eben live vor der Kamera und ohne jegliche andere bereits geholte Eindrücke, dann lässt sich das natürlich auch arrangieren. Aber schlussendlich kann ich so ja jetzt besser sagen, ob ich es gut finde oder nicht, denn ich habe ja jetzt schon ein ja, Fazit für euch, ne, was ich persönlich bevorzugen würde. So, sehr schön. Und jetzt werde ich hier unten noch einmal mit der Farbe Proud, also das ist wieder hier die dunkle braune Farbe, entlang gehen, um das Auge noch ein wenig zu verschließen. Und hier vorne packe ich ein wenig Honest. Aber nicht viel. Und in den Innencorner packen wir jetzt noch die Farbe Sparkly, also quasi die wir gerade auch in die Mitte gesetzt haben. Sehr schön. Ich setze eben schnell meine Wimpern auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wollt ihr bei BH Cosmetics mal bestellen, dann empfehle ich euch hier diesen Lippenstift oder Liquid Lipstick. Ich liebe ihn wirklich. Der ist so schön. Das ist die Farbe Low-Key Loves You. Und das hat so eine schöne, helle, rot, pinke, rosa Glitzerfarbe. Zudem ist da, glaube ich, auch ein bisschen Minze drinne, was ein kleines wenig, was halt einfach Frische auf deine Lippen zaubert. Bedeutet, du merkst halt einfach sofort, dass, ja, dass da etwas Frisches drinne ist.
Also kann ich euch echt empfehlen. Aber ich glaube, die kostet auch schon 9 Euro. Also das ist natürlich viel, ne? Fazit zu der BH Cosmetics Ruby Palette aus Juli. Wenn wir die mal so betrachten, dass es die erste Palette ist, die ich aus dieser Kollektion kaufe, wäre ich sehr, sehr begeistert. Ich habe schon insgesamt 5 Looks geschminkt und alle 5 sind besonders und sehen wirklich gut aus, meiner Meinung nach. Du kannst mir gerne in den Kommentaren sagen, welcher dir am ehesten gefallen hat oder vielleicht so eine Rangfolge, was dir am besten gefallen hat und was am schlechtesten. Jedenfalls finde ich wirklich, ja, die Farben sehr gut. Die Farben kann man super gut miteinander kombinieren. Das finde ich echt, echt schön. Du kannst was Rotes machen, was Braunes machen, du kannst was Buntes machen. Ich bin einfach ein Fan davon. Also, wie gesagt, wenn das hier die allererste Palette wäre aus der Kollektion oder wenn das hier die erste Palette ist, die ich mir kaufen würde aus dieser Kollektion, würde ich die wirklich sehr, sehr toll finden. Die kostet 10 Euro und hat einfach so schöne Vorteile, ne? Also vegan, tierversuchsfrei, ich weiß, ich wiederhole mich. Das ist aber dann wirklich was sehr Gutes. Deswegen möchte ich dieser Palette keinen Daumen nach unten packen. Diesmal sind auch keine Farben drin, die mir irgendwie bekannt vorkommen. Das heißt, es wiederholt sich nichts wie in der Juni-Palette, was ich schon mal gut finde. Ich hatte Sorge, dass das jetzt immer wieder passieren wird. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Lass gerne einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich sag dir jetzt schon, das nächste Video kommt sehr, sehr zeitnah und da gibt es erneut eine Vorstellung in der gleichen Art und Weise wie heute. Bedeutet, ich kreiere wieder im Voraus für euch ein paar Looks und dann bewerte ich es und wir schminken uns zusammen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!